Heute machen wir sehr leckeres Rezept, gefüllte Aubergine in unsere Dutch Oven von Petromax in FT6. Bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. Hallo, ich bin Waldi und heute machen wir also ein besonderes Rezept, gefüllte Aubergine. Ich habe dieses Rezept also in russischer Seite angeschaut und ich habe mir auch also nachgedacht, ich soll unbedingt das auch ausprobieren mit unserer Dutch Oven in unserer Gasgrill. So, Feedback von meinen Kindern. Nach dem Essen, die hatten gesagt, dieses Gericht also steht auf Platz 1 von alle Gerichten. Deswegen lohnt sich das Ausprobieren. Und sogar Soße, was im Dutch Oven geblieben ist. Kinder hat auch also mit dem Brot das alles rausgegessen. Und deswegen, also heute habe ich also schon ziemlich viele Zutaten genommen. Aubergine, Spitzpaprika, Peperoni, grünes Zwiebel, Knoblauch, rotes Zwiebel, Petersilien, eine große Gemüsezwiebel. Hackfleisch habe ich vergessen. Das ist Rindhackfleisch. Ihr könnt also jede beliebige Hackfleisch nehmen. Dann habe ich also Paste genommen, das ist normalerweise Pizzasauce mit Oregano. Ich nehme das da, ihr könnt auch also passierte Tomaten zum Beispiel nehmen oder auch also alles, was beliebig ist. Und dass der richtige Barbecue-Geschmack wird, also dann habe ich noch also Barbecue-Sauce genommen. Der liebe ich sehr, also Geschmack auf jeden Fall. Zuerst schneide ich also dann ein bisschen Zwiebel, unsere Gemüsezwiebel. Und Zwiebel, bevor ich schneide anfange, mache ich also zuerst ein bisschen im Hackfleisch reiben. So ungefähr. Muss nicht zu viel sein. Genau. Jetzt kann ich dann Zwiebel schneiden. So, dann brauche ich Petersilien. Petersilien machen wir dann gleich im Hackfleisch. Mal ein bisschen salzen. Und schwarzes Pfeffer. Und nehme ich noch ein bisschen Kreuzkümmel auch noch dazu. Und jetzt mischen wir das alles richtig schön. Durchmischen. Das riecht jetzt schon also richtig gut. Jetzt schneide ich das Ende von jeder Seite. Gut, und jetzt interessant ist, also dann schneide ich Aubergine in Scheiben. Ich habe Chinastäbchen genommen. Ihr könnt also dann Holzspieße, Gabel, alles Mögliche, also das da drunter legen kann. Ja, Hauptsache, also Aubergine muss nicht durchgeschnitten werden. Und schneide ich also dann in Scheiben und Scheiben muss nicht größer als 1 cm sein. Das sieht so aus, also wie ein Ziehharmonika. Aber muss ich also nochmal das halbieren, weil nachher, also wenn da so dann Fleisch reinkommt und wenn das fertig wird und müssen wir also aus dem Dutch Oven trotzdem rausziehen und die könnte also sehr schnell brechen oder auseinanderbrechen. Und deswegen halbieren wir, also dass die also nicht so groß wird.
so ungefähr. Schneide ich also dann nur eine Ende ab und mache ich dann innerein raus. Ich mache das extra, wenn bei mir so zum Beispiel Hackfleisch übrig bleibt, dann kann ich Spitzpaprika auch auffüllen und noch dazulegen. So viel ist bei mir dann geworden. Und jetzt machen wir auffüllen unsere Aubergine mit Rindhackfleisch. Hauptsache also, dass Rindhackfleisch also bis zum Ende also dann richtig reinkommt. Und überall also noch, wo frei Platz gibt, also dann kann man auch noch ein bisschen nachfüllen. Und den Rest dann abziehen. Das muss man sehen. So schön sieht das aus. Das sieht jetzt richtig schön aus. Also so viel ist bei mir geworden. Heute leider wieder kaltes Wetter. Gestern war so schön, aber hat bei mir nicht geklappt, richtig zu grillen. Und heute also dann machen wir weiter. So, jetzt schalte ich meine Grill an. Genau, und mache ich zuerst alle auf Minimum. Mache dann gleich unsere Petromax, also Dutch Oven, also direkt auf dem Feuer. Und mit minimaler Hitze, der muss zuerst aufwärmen. So, und das ist so circa 150 Milliliter Öl, also pflanzliches Öl, keine Olivenöl. Da rein und der muss sich aufwärmen. Zuerst auf kleine Stufe und dann machen wir es auf größere Stufe. So, jetzt ist unser Öl richtig heiß geworden. Bei mir ist jetzt alles also auf Vollgas und jetzt machen wir unsere Zwiebel rein. So, und Zwiebel muss also zuerst seine Farbe also ein bisschen annehmen. Dann machen wir dann Soße rein. Mann, heute ist kalt. So, unsere Zwiebel soweit fast fertig. Und jetzt als Soße, also ich habe Pizzasoße zum Beispiel genommen. Kann man passierte Tomaten nehmen, kann man also gehackte Tomaten also auch nehmen. Frisch zum Beispiel. Ihr könnt ausprobieren, was ihr wollt. Mache ich das alles in Zwiebel rein. Und noch dazu also dann Barbecue-Sauce. Link für alle Sachen mache ich unter dem Video in der Beschreibung. Also jetzt mache ich das zu. 10 bis 15 Minuten garen und dann legen wir unsere gefüllte Aubergine rein. Nach circa 15 Minuten vorbei, bei mir war auf mittlere Hitze gewesen. Oh, sieht aber schön aus. Ich glaube, da muss man also ein bisschen noch Wasser geben. So ungefähr ein Glas. Ah ja, ein Glas Wasser. Mische ich das nochmal. Und jetzt lege ich dann unsere Aubergine rein. Ja. Zuerst lege ich das im Kreis. Oh, das sieht aber schön aus. Bei mir da 3,5 Aubergine reingepasst. Genau. Yep. Dann legen wir noch Knoblauch rein.
zwei Peperoni, Spitzpaprika noch dazu. Jetzt mache ich das zu und circa für 25 Minuten lasse ich also dann langsam garen. Ehrlich zu sagen, also ich habe ein bisschen Angst, dass bei mir, weil ich nicht mischen kann, dass da einbrennt unten. Deswegen lasse ich lieber Dutch Oven, also nach oben, und mache ich dann lieber auf Vollgas. So, jetzt ungefähr 25 Minuten vorbei. Oh, das riecht. Wahnsinn. Wow. Mann, Mann. Da kocht volle Pulle. Ich mache jetzt also auf mittlere Hitze. Und dann machen wir Soße obendrauf, überall richtig aufgießen. So, Paprika kommen. Genau, auch rein. Sieht schön aus. Jetzt mache ich zu. Noch circa 20-25 Minuten. Machen wir nochmal. Und dann noch für 10 Minuten. So, dann muss normalerweise fertig sein. Noch circa 20 Minuten vorbei. Schauen wir mal. Ja, genau. Machen wir nochmal. Soße oben drauf. Über Aubergine. Ah, die sind schon fast fertig. Sieht richtig sehr, sehr schön aus. Ah, für Gemüse normalerweise brauchen wir also so circa 45 Minuten, dass die Gemüse richtig fertig wird. Und bei mir, das alles zusammen war 20 und 10, also so ungefähr eine Stunde. Also 50 Minuten oder eine Stunde. Und noch 10 Minuten. Und ist fertig. Jetzt ist noch 10 Minuten vorbei. Das war alles insgesamt so circa eine Stunde gegart. Und jetzt ist problematisch, das alles rauszuziehen. Das muss auf jeden Fall nicht auseinanderkommen. Schauen Sie, wie das aussieht. Sehr, sehr schön. Jetzt ist unser Ergebnis. Noch ein sehr leckeres Rezept. Das sieht richtig sehr, sehr schön aus. Nachhinein, also ich habe ein bisschen grünes Zeug. Frühlingszwiebel, Petersilien, rotes Zwiebel, ein bisschen oben drauf gemacht. Danke fürs Zuschauen. Guten Appetit. Tschüss und bis nächstes Mal.